Hallo ihr Lieben, Mittwochmorgen. Herzlich willkommen zum Stricken. Ja, ich bin jetzt bei meinem tollen Tuch. Wenn ich diese Reihe beendet habe, dann zeige ich es euch. So, als allererstes, dieses hier ist eine Werbesendung und ich bewerbe meine Ware, meinen Laden Kreativ und Style und alles, was sich da drin befindet. Alles, was ich in die Kamera zeige, ist Produktplatzierung. Das war das Erste, wie immer. Und dann herzlichen Dank, ihr Lieben, dass ihr mir den Tipp gegeben habt mit dem Video von der Anike. Ich habe mir das angeguckt und perfekt. Ich habe mir sofort einen Strang genommen und habe den fertig gemacht. Und er ist doch was geworden, der ist doch gelungen. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Technik, aber das sieht schon ganz anders aus als diese komischen Dinger gestern. Das war also wirklich noch nichts. Aber man nimmt alles mit Humor. Humor. Ne? Das sieht doch schon super aus. Ja, das wollte ich erstmal loswerden, dass ich das gemacht habe, dass ich das Video mir angeguckt habe. Und ich bedanke mich, dass ich überhaupt aufmerksam gemacht worden bin darauf, weil die hat ja ganz tolle Videos. Ne? Ja, gut, dann würde ich mal sagen, wir stricken ein bisschen schön. Diese Runde werde ich zu Ende machen, bevor ich euch das Tuch zeige, habe ich glaube ich schon gesagt. Ne? Ja, heute werde ich mal nicht färben, weil es ist jetzt auch schon wieder sehr spät. Ich war ja, wie gesagt, erstmal beim Doktor heute Morgen und habe mir meinen Allergienachweis geholt, also gegen was ich allergisch bin. Ja, es ist immer noch nicht ganz raus. Ich muss noch mal hin. Es muss noch ein bisschen differenzierter gemacht werden. Aber egal. Auf jeden Fall hat es sich trotzdem für mich gelohnt, weil mein Hausarzt hat mich wieder eingerenkt. Und das ist ja das Schöne, ne? Wenn dein Hausarzt auch gleichzeitig Chiropraktiker ist. Jetzt warte ich so ein bisschen darauf, dass die Schmerzen weggehen. Laufen kann ich wieder wunderbar. Nur es ist natürlich alles gereizt und das dauert so eine Zeit, bis das weg ist. Und dann habe ich mir gedacht, für heute so, ich setze mich hier schön mit euch hin und unterhalte mich und stricke und ich färbe heute nicht. Ich werde heute schön hier auf meinem Sessel sitzen bleiben und werde einfach stricken den ganzen Morgen. Und natürlich aufstehen, wenn die Kunden kommen, ist klar. Aber sonst werde ich hinten in den Räumlichkeiten gar nichts machen. Ja. Das habe ich mir so für heute, habe ich mir das so vorgenommen, weil heute Nachmittag wollte ich noch ein paar Einkäufe tätigen für das Café. Hinten brauche ich noch zwei Regale. Die wollte ich heute Nachmittag holen und ein paar Sofakissen, hatte ich mir gedacht. Naja, so geht der Tag dann auch wieder rum, ne? So, ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid fleißig. Ich denke mal, mit diesem Tuch werden wir auch demnächst am Ende sein. Also ich brauche jetzt, wie gesagt, nicht mehr lange. Vielleicht nächste Woche noch einmal und dann wird das erstmal zu Ende sein. Und dann fahre ich, wie ich ja gestern auch schon erwähnt habe und ich glaube im letzten Video, in Urlaub. Ja, da freue ich mich schon so drauf. Meine Kinder kommen und hüten das Haus und versorgen die Katzen. Das ist doch, ne? Das ist doch klasse. Wie gesagt, das ist dann für mich auch Erholung pur, wenn es auch nur eine knappe Woche ist. Aber bei diesem ganzen Hin und Her und bei den... Da ist man froh, wenn man dann ein paar Tage für sich hat. Ne? Naja. So, ja, dann hatte ich ja gestern erzählt, dass ich euch eine Geschichte erzählen möchte. Ja, die Geschichte ist nicht von mir. Das muss ich vorneweg sagen. Ich bin da ganz unkonventionell dran gegangen und habe mir da gar nichts so bei gedacht. Und ich habe mir auch bis jetzt noch keine Gedanken über diese ganze Geschichte gemacht, weil ich ja nicht weiß, ob das alles so an dem ist, wie es wirklich ist. Aber für, ich nenne sie mal Frau X, ne? Für Frau X ist das ein Erlebnis gewesen, was für sie absolut feststeht und schlüssig ist und wahr ist und Punkt.
Für sie ist das so und dann ist das auch in Ordnung. Und wie gesagt, sie hat ja gesagt, ich darf euch das erzählen. Ich habe gestern schon gesagt, manche werden den Kopf darüber schütteln, manche werden sagen, jetzt spinnt die alte Gans. Was erzählt die uns da? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Nein, ist es auch nicht. Von mir. Es kommt ja auch, die Geschichte ist ja auch nicht von mir. Aber ich habe gedacht, es ist mal ein Thema, warum soll man da nicht drüber sprechen? Und zwar fange ich jetzt einfach mal an, denn ansonsten sagt ihr, na, die erzählt hier nur in Rätseln. Also, Frau X kommt an, wann war es? Heute haben wir Mittwoch, Freitagmorgen, geht die Tür auf und Frau X kommt in meinen Laden. Und ich hatte sie bestimmt 1,5 Jahre nicht gesehen. Und dann frage ich sie, ich sage, Mensch, Frau X, dass wir uns wiedersehen, dass Sie wieder stricken. Ja, sagt sie da zu mir. Das kommt daher, dass ich so lange nicht gekommen bin, weil ich war schwer krank. Ich bin zum Arzt gegangen, also das ist jetzt ihre Geschichte, so wie sie mir das erzählt hat. Sie ist morgens aufgewacht und ihr war speiübel. Hat sie gedacht, ja, vielleicht habe ich was Verkehrtes gegessen oder so. Ne? Auf jeden Fall wurde es und wurde es nicht besser. Und sie, wie gesagt, sie, da, ich habe eine Magen-Darm-Grippe. Ja, aber es wurde nicht besser. Am nächsten Tag ist sie dann zu ihrem Arzt, hat ihm das geschildert und der hat bei ihr ein EKG gemacht und hat sie ins Krankenhaus geschickt. Gefahr, also Verdacht auf Herzinfarkt. Also der Notarztwagen kam, hat sie da aus der Praxis geholt und hat sie dann in die Klinik gefahren. So, und jetzt ist sie angekommen in der Klinik und während, also wie sie schilderte, während der Arzt sie untersuchte und die Schwester Blut abnahm und alles, ist sie plötzlich weg. Und sieht quasi, wie sie neben ihrem Bett steht und zuguckt, wie die Ärzte versuchen, ihr Leben zu retten. Und sie denkt, lass das doch sein. Warum machst du, mach das nicht. Es geht mir gut. Ich habe da, warum hört ihr nicht endlich auf, mich so zu quälen? Und sie beschrieb das so, dass sie sehen konnte und auch hören konnte. Aber sie wusste, dass sie nicht mehr sie war, also dass sie keine Struktur mehr hatte. Und sie sagt, ich habe dann vielleicht ein Zeitgefühl, sagt sie, hätte sie überhaupt nicht gehabt. Sie hätte eine Zeit lang zugeschaut, wie die Ärzte versucht haben, ihr Leben zu retten. Und plötzlich wäre sie geschwebt, also zur Decke und auch über die Decke hinaus, also bis sie eine Dunkelheit umfangen hat. Also es wäre aber keine, sie hätte keine Angst gehabt. Zu keinem Zeitpunkt hätte sie das in Frage gestellt oder ängstlich gewesen, was passiert hier mit mir? Überhaupt nicht. Also sie wäre überhaupt nicht, sie hätte gar keine Angst gehabt. Im Gegenteil, sie hätte sich gefreut und war also ruhig, ganz ruhig wäre sie gewesen und friedlich hat sie das so beschrieben. Und sie sagt also von diesem berühmten Licht am Tunnel, da hätte sie gar nichts von mitgekriegt. Also sie wäre also nur in dieser Dunkelheit gewesen, also in der absoluten pechschwarzen Dunkelheit. Und wäre quasi da drin herumgeschwommen wie im Wasser.
Und plötzlich hätte sich diese Dunkelheit halt gelichtet und sie wäre auf einer ganz tollen, in einer ganz tollen Umgebung gewesen. Also die Farben von Blumen und Bäumen, Wasserfällen und Dings, die wären nicht so wie hier, sondern die wären so furchtbar laut, hat sie gesagt. Also sie jetzt nicht so vom Hören her, sondern vom Sehen her laut, bunt, grell, aber nicht, dass es den Augen wehtut. Also sie sagt, ich kann das gar nicht beschreiben. Solche Farben gibt es eigentlich gar nicht. Wie sie das so intensiv gäbe es das gar nicht. Und während sie sich umschaut und das so schön findet und sie sagt, der Geruch dieser Landschaft, wo sie gewesen wäre, den könnte sie nicht beschreiben. Also das hätte so, ja, da gäbe es hier kein Wort für, wie das da gerochen hätte. Und immer hätte sie das Gefühl gehabt, ja, so ist alles in Ordnung, du bist wieder zu Hause, alles ist gut. Und plötzlich, weil sie sagt, ich habe ja kein Zeitgefühl gehabt. Plötzlich sagt sie, wäre es wie ein Ruck gewesen und sie wäre wieder in dem Krankenhausbett gewesen und sie wäre so traurig gewesen und sie hätte dann, als der Arzt dann erleichtert, wohl, wir haben sie wieder, also, ne? Sie ist wieder da oder was weiß ich, was er sich da, alles wortwörtlich kann ich auch nicht wiedergeben, ne? Da war sie sehr traurig und hatte zu dem Doktor dann wohl gesagt, doch, Herr Doktor, hätten Sie mich mal gelassen. Es war so schön. Ich wollte das gar nicht, dass sie. Der Arzt hat die sie angeguckt und hat gesagt, ja, alles klar, ne? Und so. Sie hatte das auch dann versucht, als sie dann auf Station war und Dings hatte sie dann auch versucht, mit den Ärzten mal über dieses Erlebnis zu sprechen. Aber die haben abgeblockt. Sowas gibt es nicht und sie glauben gar nicht, was das Gehirn alles veranstalten kann. Und ja, das glaube ich auch, weil bewiesen, ich meine, wie gesagt, das ist eine Geschichte, ein Erlebnis. Diese Frau sagt zu mir, weißt du, also ich wäre lieber tot geblieben. Und da habe ich nur gedacht, nee. Also nein, sie sagt auch, sie hätte auch keine Traurigkeit empfunden, jetzt ihre Lieben hier zu lassen oder irgendwas. Es wäre alles völlig normal gewesen. Aber sie hat keine Menschen gesehen, keine anderen Menschen, kein Ding, kein gar nichts. Aber sie sagt, das Ganze war mehr so auf Gefühlsebene. Also wie sie sich, wie so Gefühle wie die Farben und der Geruch und dieses Friedliche, dass sie keine Angst hatte und alle dieses. Ja, dieses Erlebnis verwundert, dass sie da plötzlich neben dem Bett steht und sie sagt immer, ich konnte wirklich alles sehen und auch hören und riechen, also die Sinne da, aber ich wusste, ich habe keinen Körper, so wie der normal ist. Aber sie selber hat sich aber nicht gesehen. Also jedenfalls war das so ihre Beschreibung. Ja. Ich fand diese Geschichte, sie saß jetzt hier über eine Stunde bei mir. Und wir haben uns da drüber unterhalten. Sie ist also felsenfest. Augenblick. Also wie gesagt, ne, wir haben hier eine ganze Zeit lang gesessen und uns darüber unterhalten. Und sie ist also felsenfest davon überzeugt, dass das auch wirklich so ist. Die lässt sich da auch nicht, weil ich dann hatte dann ja auch ein paar so Gegenargumente. Wie gesagt, also auch dieses, dass man sagt, das Gehirn ist ja wie so ein Computer. Und wer weiß, was man im Gehirn alles macht, wenn Gefahren, Sachen oder so, man weiß es nicht. Ich meine, man weiß es nicht. Es kann ja auch wirklich sein, dass das wirklich wahr ist, was sie da sagt. Für sie ist es ja wahr. Dass man das glauben kann, und das wäre ja auch schön. Stellt euch vor, das wäre wirklich so. Das wäre doch fantastisch. Aber
Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also, weil ich denke mir mal, dann gäbe es bestimmt noch viel mehr Menschen, die auch sowas erlebt haben. Die wird es auch geben. Aber ach, schön, also ich fand die Geschichte interessant. Ich weiß nicht, ich kann sie nicht ganz glauben. Wie gesagt, das Gehirn spielt uns auch einen Streich. Also da ist, man weiß es nicht. Ich fand es nur interessant. Ich fand es interessant, dass sie sagt zum Beispiel, also ich habe keine Angst, wenn es mit mir mal zu Ende geht. Ich weiß ja, wo ich hinkomme. Ich weiß ja, wie das da ist. Ich finde das da wunderschön. Ich warte da drauf. Ich meine, es ist jetzt eine ältere Dame schon gewesen. Was heißt eine ältere Dame? Ja, vielleicht 5 Jahre älter als ich. Ne? So Mitte 60. Da. Ja. Und dann sagt, sie sagt immer, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die man nicht erklären kann. Ja, das ist schon wahr. Aber ich glaube, wenn das wirklich so wäre, und dann würden die Ärzte vielleicht auch mehr zuhören und man könnte das auch besser untersuchen oder so. Man weiß es ja nicht. Dann habe ich, weil mich das jetzt auch interessiert habe, habe ich dann mal im Internet geguckt und dann bin ich dann darauf gekommen. Da war mal so eine Studie, da haben Ärzte nach dem Tode des Menschen gewogen, also die Person gewogen, bevor sie gestorben ist, und dann gewogen, nachdem sie gestorben ist. Und es fehlten 50 Gramm. Was soll ich da denn von halten? Ja, und dann hieß es dann wieder, ja, das ist jetzt die Seele gewesen. Nee, was sollen wir davon? Ich fand die Geschichte sehr schön und ich freue mich, dass diese Frau wieder gesund ist und ich freue mich, dass sie durch dieses eigentlich traumatische Erlebnis, was sie gehabt hat mit dem Herzinfarkt, dass sie da so positive Energie draus zieht, dass sie also, das finde ich toll, dass es dieser Frau hilft im Leben, an diese Geschichte zu glauben und zu denken, dass sie wirklich halt ja tot war sie ja oder nicht? Was ist das eigentlich auch, ne? Das Herz bleibt stehen, aber dein Gehirn läuft doch noch für so und so viel. Deswegen sage ich ja, das ist mir irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann bin ich ja auch noch wieder jemand, ich bin ja nun auch christlich erzogen. Und ich glaube an Gott. Und wenn ich das dann sehe, dann darf ich das auch gar nicht glauben, weil es steht ja nun schließlich geschrieben, dass wir, wenn wir sterben, schlafen und am jüngsten Tage auferweckt werden. Also darf ich als gläubige Christin, dürfte ich das jetzt überhaupt nicht glauben. Aber ich fände es so schön, wenn es wirklich so wäre. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ne? Ich sag ja, ihr werdet wahrscheinlich sagen, die Alte, die redet vielleicht einen Müll. Das kann sein. Das macht mir nichts, weil ich finde, auch über solche Themen kann man ruhig mal sprechen. Das sind Erlebnisse, die Menschen haben, die da, also ich finde das auch schon sehr mutig, dass sie da überhaupt drüber gesprochen hat. Ja, da wurden wir noch mal von der Kundin unterbrochen. Und ja, eigentlich ist das die Geschichte gewesen, ne? Also, wie gesagt, also ich fand das interessant zu hören, weil, was soll ich dazu sagen? Ich fand das einfach nur interessant und habe gedacht, och, das ist jetzt ein Erlebnis. Vielleicht kannst du das mal erzählen. So beim Stricken. Ne? Ich habe jetzt bald meine Reihe hier zu Ende. Vielleicht sagen die Leute jetzt auch mal eine Güte. Ne? Aber was soll's?
Ne? So, jetzt habe ich jetzt gleich die Reihe beendet und dann werden wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, als die Kundin jetzt reinkam, wo ich gewesen bin in der Geschichte, aber ich glaube, ich hatte das eigentlich, die Geschichte war zu Ende erzählt. Also da war nichts mehr. Ich fand das nur halt, wie gesagt, auch mutig. Und das sind auch so Themen, wo sich viele nicht dran trauen. Wo die dann Angst haben, dass sie ausgelacht werden oder dass sie schief angeguckt werden, weil du hast sie ja nicht mehr alle. Da bin ich völlig schmerzfrei. Also für mich interessiert jedes Thema und ich höre mir auch jede Geschichte gerne an. Und wenn ich darf, erzähle ich die Geschichte auch weiter. Da habe ich überhaupt nichts. Da habe ich gar keine. Sch Doch. Warum denn nicht? Warum soll ich das nicht tun? Ne? Es ist vielleicht für den einen oder anderen heute jetzt halt nicht interessant. Was soll ich da jetzt machen? Ne? Wir stricken ein bisschen, erzählen ein bisschen. Oh, und das war's auch schon. Ich kann euch ja noch ein bisschen von meinem Urlaubsort erzählen. Und zwar, wisst, jetzt komme ich ja wieder damit, ne? In jedem Video, passt mal auf, nächste Woche auch wieder. Urlaub, Urlaub. Es ist aber auch wirklich so schön. Also wie gesagt, wir fahren nach Cuxhaven-Grimmershörn. Und zwar ist die Wohnung ist, direkt neben der alten Liebe. Wenn ich im Wohnzimmer sitze, dann gucke ich genau auf den Schifffahrtsweg. Also da ist nichts vor mir, da ist nichts gebaut, da ist gar nichts. Also das ist nur schön. Ich könnte den ganzen Tag dann im Wohnzimmer, die Fenster im Wohnzimmer sind bis auf die Erde, ne? Damit ich mich da in meinen Sessel hinsetzen, werde ich dann machen. Setze mich in meinen Sessel und stricke und gucke auf die Schiffe. Guck mir das an. Weil das ist wirklich immer ganz interessant. Letztes Jahr, als wir da waren, waren wir auch im März hochgefahren. Da schneite es wie verrückt und es war stürmisch. Ach, das war wirklich. Und du hast ja keine Fläche, da ist ja nichts mehr vor. Die Jalousien, die jappelten die ganze Nacht. Ich konnte also wirklich kaum schlafen. Aber das ist halt das Schöne daran, dass du wirklich unverbaut gucken kannst. Aber wie gesagt, da hat es geschneit. Da hat es gestürmt und dann setz dich mal hin, da sitze ich dann da und dann kommen die Containerschiffe. Und je größer das Containerschiff ist, je eher kommt der Lotse, das Lotsenboot raus. Und das ist ja so klein, wenn du das dann so siehst, das sieht ja aus wie so eine kleine Nussschale, ne? Mehr ist das ja nicht. Und dann guckst du zu, so, dann auf den Wellen, ne? Immer. Und wie so eine kleine Nuss, ne? Es wackelte immer hin und her, also da wäre ich schon raus. Geht gar nicht. Naja, auf jeden Fall, irgendwann siehst du dann, wie das Containerschiff unten die Tore aufmacht. Und dann der Lotse von dem Lotsenschiff, der wird also angegurtet, richtig mit Karabinern und alles. Und dann muss der von dem Lotsenboot auf den Container, auf dieses Ding springen. Ja, das musst du dir angucken. Weil die, ich das immer, ne? Habe ich immer gedacht, wie kriegt der das hin, dass der da auch wirklich ankommt? Naja, Gott sei Dank sind die ja angeschnallt, damit die nicht im Wasser, dann wären sie weg. Ne? Aber dass der sich das so traut und dann, ach, mir würde nur übel, ich würde da den ganzen Tag. Ach, die ginge gar nicht. Aber es ist wirklich interessant, sich das anzugucken. Ne? Ja, so, und jetzt habe ich die Reihe beendet. Jetzt zeige ich euch mal. Warte, andersrum. Und so weit bin ich jetzt, ne? Also, ich habe jetzt hier unten dann das Sternchenmuster, dann das Dornröschenmuster und jetzt bin ich hier wieder kraus und weil ich hatte ja gesagt, mir fehlt Garn. Jetzt habe ich das abgekürzt. Jetzt habe ich nur 12 Reihen anstatt 20 Reihen von dem Streifenmuster gemacht. Jetzt eine Lochreihe, dann mache ich das Sternchenmuster. Dann kommt ja wieder raus und dann kommt noch mal das Dornröschenmuster. Und ich hoffe, dass ich doch noch irgendwie das Dornröschenmuster hinkriege.
Deswegen habe ich hier jetzt aufgehört, weil davon habe ich wirklich nur, ups, hier, es hat sich verhakelt. Habe ich nur noch das hier. Ne? Das geht ja nicht. Da komme ich nicht mehr weit mit. Und das wollte ich gerne für den Abschluss. Und von dem anderen habe ich nur noch so viel. Ah, es wird knapp, ne? Aber ich hoffe, dass ich es hinkriege. Ja. Wollen wir mal schauen. Ne? Ja, und dann so Urlaub, das ist für uns dann ja auch, das hatte ich ja schon mal gesagt, weil wir sind ja nun wirklich beide voll berufstätig und auch immer sehr eingespannt, mein Mann in seinem Beruf und ich auch. Und dann ist das für uns so ein richtig Relaxurlaub. Lange schlafen, dann ein bisschen ans Meer, ans Wasser gehen, spazieren gehen, schön essen gehen. Und nachmittags verbringen wir dann meistens zu Hause und wirklich entspannen, ein Buch lesen, ein bisschen Fernsehen gucken. Was man so, wann gucke ich, ja, Fernsehen gucke ich dann abends spät, für eine Stunde noch, weil dann ist man müde. Ja, da stricke ich dann bei. Aber dass man so richtig den ganzen Tag nichts anderes tut. Ja, shoppen, ne? Also das ist für mich ja, ne, shoppen gehen muss ich. Fahren wir meistens nach Dun, weil in Dun gibt es eine ganz tolle Boutique, die ich also über alles mag und ich dann mir immer gerne meine Sachen kaufe. Ja, das werden wir alles machen und ich denke mal, weil ich denke mal, dieses Jahr werden wir Glück haben und es wird schon etwas schöner das Wetter als letztes Jahr. Dass wir vielleicht doch öfters rausgehen. Also letztes Jahr haben wir wirklich fast nur in der Wohnung sind, obwohl das für uns wirklich genau so sein muss, weil wirklich richtig schön. Weil wenn wir im Sommer fahren, dann wohnen wir in Dun. Weil da habe ich keine Lust auf die Wohnung, weil dann möchte ich direkt am Strand. Da haben wir eine Wohnung direkt am Strand. Und dann brauche ich nur aus der Haustür und gehe an den Strand. Das gefällt mir am allerbesten, weil im Sommer, da ist man draußen, da ist man im Strandkorb, da ist man links, da brauche ich nicht in Grimmershorn in der Bude hocken, wo ich einen kleinen Balkon am Schlafzimmer habe, aber ich habe gar keinen Sandstrand oder so. Dann, nö, also für den Winter ist das super. Da kann man sich wirklich gut aufhalten und wie gesagt, es ist immer was zu gucken, es ist immer was, ne? Das ist schon schön. Also es gefällt uns sehr gut. Wir sind öfters im Jahr da oben. Ne? Ja. Ist halt so. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt diesmal ganz doll da drauf. Ich fahre ja nun, ich habe ja auch Geburtstag. Und ich fahre dann, wie gesagt, mein Mann hat dann ja gesagt, auf dem Hinweg fahren wir dann nach Bremen. In den Handarbeitsladen, was ich gestern schon erzählt habe. Also das sind so Sachen, da freue ich mich jetzt schon drauf und kann es kaum erwarten, dass es dann endlich losgeht. Wir zählen auch schon immer die Tage, ne? Ja, dafür ist jetzt meine liebe Ulla von dem Tuch-Ulla, meine Tuch-Ulla, die ja sonst immer mich dann so lieb vertritt, die liegt jetzt im Krankenhaus. Da wird dieser Laden wahrscheinlich eine Woche geschlossen sein. Weil, also, es tut mir dann ja leid für die lieben Kunden, aber ich brauche meine Woche. Das geht nicht anders. Ne? Da werden wir auf jeden Fall hinfahren. Ja, und dann kommt, ja, dann, wenn ich wieder da bin, fahre ich nach Neuss. Gleich am Montag fahre ich nach Neuss. Da wollte ich Bekleidung einkaufen fürs Geschäft mit meiner, ja, was soll man dazu sagen, Kollegin, die hier mit mir zusammen die Färbewerkstatt und das Café hat. Ja, mit dem Färben hat sie nichts zu tun. Also mit der Wolle, das ist alles meins, aber das Café und die Bekleidung. Das werden wir uns teilen, das Geschäft, weil
ich brauche noch jemanden, denn sonst alleine schaffe ich das hier nicht, ne? Das ist ganz klar. Ja, dann fahre ich nach Neuss. Und wie gesagt, dann 1,5 Wochen später, glaube ich, ist es schon. Da fahre ich dann hier nach Köln auf die Händlermesse, auf die Hara. Da freue ich mich auch schon drauf. Mal gucken, welche netten Leute ich da wieder treffe. Vielleicht auch jemanden von euch. Wie schön. Ja, und dann ist schon April. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir hier so schnell wie möglich eröffnen. Ja, das ist eigentlich für heute. Guck, jetzt haben wir schon wieder 30 Minuten. Noch 2 Minuten und dann haben wir ein Ende hier. Ich freue mich, dass ihr bei mir wart. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und lacht nicht zu doll und zu laut über das, was ich erzählt habe oder schüttelt den Kopf. Wie gesagt, es ist nicht meine Geschichte, es ist eine Geschichte von einer lieben Kundin und man sollte das respektieren, ob ich es jetzt hätte erzählen müssen oder nicht. Warum nicht? Ich sag ja, ich bin schmerzfrei damit. Wer es sich dann nicht, dann ihr braucht euch das nicht angucken, ihr braucht euch das auch nicht anhören. Aber ich fand es ganz interessant. Jo, das ist eigentlich schon alles. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Dienstag mit ganz viel Gestrickten bis dahin, hoffe ich. Ja, weil ein bisschen Färben werde ich jetzt ein bisschen vernachlässigen, damit mein Rücken wieder besser wird. Ergo werde ich viel stricken und dann zeige ich euch wieder ein paar neue Sachen, weil ich habe gerade wieder ein paar Pakete bekommen mit neuer Ware. Und dann quatschen wir weiter und ich wünsche euch eine super tolle Woche. Und wir sehen uns am Dienstag. Strickt schön weiter, bleibt gesund. Tschüss.